Bitte? Erhöhter Nahkampfschaden, super! Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Ups. Bitte, ich bin rüber. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Ist gut, wenn du zum Abendessen gehst, dann kann ich mich ins Labor verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Ja, das ist nicht gut. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Spider-Man, Spider-Man. Da. Parker. Dr. Octavius, ich, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja... Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ja? Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ausrüstung anfertigen ist gut. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Dann machen Sie mal. Machen Sie mal, ich nehme mein chinesisches Essen und gehe wieder. Ja, ihr fertigt uns eine Ausrüstung an. Ja, ist gut. Natürlich. Hm? Check your E-Mail, Otto. Lesen Sie Ihre E-Mails. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Ja, natürlich. Du hast in sein Büro geschlafen. Die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mhm. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Okay. Weiße Spinne, Okay. Kannst du Markensitzenden verbessern, uns herzustellen? Wir nehmen Sie unter den Titel statt auf Marken. Okay. Das ist okay zu stellen. Okay. Also ein Anzug passt beischalten. Was von Abel. Der Anzug sieht so manch die neue Anzugskraft aus. Was von Abel. Nutze das Anzugskraftmenü, um zu einem beliebigen Folgen freischalten, Anzugskraft zu wechseln. Wenn auch mit Anzug Mods verziehen werden, werden wir zu Anzug Mods freischalten aussuchen. Neben der Mission der Petit Nadu, um Anzug anzusetzen und Anzug Mods freizuschalten. Nutze Marken, um Anzug Mods herzustellen. Du kannst ja jetzt nur zwei Zähne aus, dass man bloß was zum Spannen. So, der Anzugschneider von Spider-Man muss gleich mal den Anzug ausprobieren. Sorry, bin spät dran!
Geht es. Und nicht mehr kaputt. Ich komme. Siehst gut aus, Spidey. Hallo, New York. Neuer Anzug, altes Ich. Ganz klar. Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Juri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Spidey-Gerät-Seite. Okay. Hilfe, Otto, kannst du jetzt das Aufbrennen herstellen? Okay. Ein Gerät mit Markenfeuer und Metallen, die Bemessung haben. Das ist der einzige Gerät, den Marken verbessern. Für die Marken. Wow, das könnte funktionieren. Unglaublich! Doc wäre stolz. Kann ich glauben, dass Spider-Man gewonnen hat? Ist noch nicht aller Tage Abend. Ich weiß, aber ich erinnere mich. Er ist da. Hallo. Autsch. Machen wir fertig. Nun kommt doch her hier. Meine Güte. Gib auf, dann verschub. Es ist Spider-Man. Okay, wir sind vorbereitet. Schwert aus. Mann. Der Boss hat die Nase voll von dir. Und ich auch. Okay. Du bist nicht so verrückt, schieß ich dir den Kopf weg. Oh oh, noch mehr von denen. Wie macht er das? Spider-Man, wir haben vier illegale Waffenhändler im Radius von 3 Blocks um die Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Auf ihn! Oh nein! Na, auf den Fall nehme ich nur ein paar Leute hier aufschalten. Mr. Fisk lässt grüßen! Dafür schieße ich dir den Kopf weg! Mach das. Oh, versuch's. Gerne. Wie meinst du? Ja, es ist klar. Der Apple baut den Fokus auf. Wir teilen wollen jetzt intern zu treffen. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass der dort Fokus hat. Die haben ihre Kumpel gerufen. Ich rechne klar. Ich werde dir Respekt beibringen. Weg von ihm! Fällt dir das, Spider-Man? Nein. Wir haben eine Scheiße. Oh, hey, mehr Typen. Willkommen zur Party. Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Kauft euch gefälligst welche. Schalte den Strom mit! Achtung! Ich werde dir das Hirn wegschießen. Mach das. Ich räche dich. Ich werde dir Respekt beibringen. Ja, ich hätte euch einen Respekt beibringen. Nein? Alle 6 von 6 zu mir. Schwärmt aus! Aua! Wie macht er das? Achtung! Bam! Mist! Holt ihn auf den Boden! Ey du, hör auf damit, du nervst. Meine Güte. Bist Versteck abgeschlossen. Super. Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Jo.
Basis mal. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Mhm. Ja, es gibt 20 Milliarden Nebenaktivitäten. Okay. Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Eine Tiefennachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Okay. Ich weiß schon, womit ich anfange. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Ja. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Mach in der ganzen Stadt bloß ein Wahrzeichen und Wahrzeichen mal zu retten. Wahrzeichen. Ha, es ist Mr. Lee. Hallo? Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment, Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Super. Wirklich tolle Neuigkeiten. Hi, Mr. Lee. Ja. Hey, Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool, bin unterwegs. Jetzt geht's weiter. Okay. Junjo. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Gehen wir mal gucken. Hey Peter, schön dich zu sehen. Hey. Gleichfalls. Hey Peter. Hey. Hey Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet unter Gedächtnisschwund, Pete. Ich schlage ihn. Na, das Wichtigste dabei ist doch der Spaß. Yeah. Mir macht es Riesenspaß, ihn platt zu machen. Hey, Peter. Hey. Was gibt's? Schau, nur mal vorbei. Hey, Mr. Lee. Hey, Martin. Sorry, bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten nein, in... Nein, nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Ja, geh mal weg. Nee. Peter. Ich dachte, ich bin. Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, 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 mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Jetzt so hübsche Babys bekommen. Was ist los? Du sollst sie da hingucken. Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre... Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen.
Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel.